Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Super Smash Football, ne, Mario Smash Football. Und Alter, mein Mikro ist gerade komplett nass gegangen. Scheiße, Alter. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, ob sich das. Warum war mein Mikrofon umgestellt? Wartet mal kurz, Roboteam. Wartet mal kurz. Schmeiß ich in den Weg. Okay, gut gehalten, Torwart. Gut gehalten. Alter, warte mal ganz kurz. Oh, schöne Körpertäuschung. Schöner Pass. Staffelle. Was? Schöne Passstaffette, wollte ich sagen. Oh, schön von Hammer, Bruder. Leg den Ball quer, mach ihn rein, Mario. Gut. Guter Tackle. Guter Tackle da vom Roboteam. Muss man ihm lassen, aber schöne Balleroberung hier von Mario. Das Mario-Team hat... Oh, fuck. Das Mario-Team hat 3 Bananen am Start. Oh, schön auf die Außen gelegt. Oh, schön. Das ist auf jeden Fall, das sieht gut aus, meine Freunde. Ah, da ist das Roboteam. Okay. Schön nach hinten gearbeitet. Das war super. Schön die Bananen benutzt, auf jeden Fall. War leider ein kleiner, ja, ich will nicht sagen Fehler in der Spieleröffnung, aber es war halt schon ein bisschen komplizierter. Und jetzt vielleicht ein Fernschuss? Ach, schade. Da hat Mario den Ball nicht richtig angenommen. Das war ärgerlich. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall gut verteidigen, gut rausrücken. Super, wunderbar. Und die kommt trotzdem zum Schuss. Das sind halt, da sieht man die Qualität des Gegners. Ah, schade, da wollte ich einen schnellen Schuss abfeuern. Jetzt aufpassen, unten ist ein bisschen Platz. Na, schön von Hammerbruder, da in letzter Sekunde nochmal gegengearbeitet. Und Mario ist ganz frei auf der anderen Seite, wird weggetackelt. Und ein Fernschuss? Oh, wow, Alter. Der war schnell wieder auf die Füße. Das war ein bisschen ärgerlich, weil die eigenen Items da die eigenen Leute weggehämmert haben. Okay, und... Ah, schade. Aber es ist auf jeden Fall ein defensiv starkes Spiel hier vom Team Mario. Und dann... Ich weiß nicht. Ich möchte nicht sagen Torwartfehler, aber... Wenn er da rausgeht, dann darf er nicht stoppen. Dann muss er da volles Risiko gehen. Und dann muss er da auf den Ball gehen. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir hier komplett vor die Hunde. Aber, ja, gehen wir auch. Oh mein fucking Gott. Es war ein starker Kampf. Es waren starke 2 Minuten. Es war... Alles dabei, es war viel Ballbesitz, ja, es war... Vielleicht jetzt ein Schuss? Und da kommt man halt auch leider nicht zum Nachschuss. Das ist halt schade. Vielleicht jetzt nochmal ein schnelles Tor irgendwie. Mario! Oh, Mario läuft direkt in den Gegner rein. Und die Gegner kommen da zum Schuss. Jetzt vielleicht nochmal nach vorne schnell... Ja, die verteidigen das gut, das ist ganz klar. Okay, er hat den Ball nicht getroffen oder so, aber ja, die Zeit ist leider rum. Oh, was für eine ärgerliche Niederlage. Das ist okay, es ist noch nichts verloren, aber... Oh, Mann, ey. Man hat halt keine drückende Torchance bekommen und... Das 1:0, das war halt einfach, das war, ja, mir fehlen die Worte, also es war einfach unglücklich. Wie gesagt, ich möchte den Torwart da nicht blamen und die ersten 4 haben alle 9 Punkte. Wir spielen jetzt gegen Wario, das ist unser direkter Konkurrent auf Platz 5, wir müssen jetzt gewinnen, das ist unfassbar wichtig. Wir müssen jetzt das Spiel gewinnen, damit wir den Anschluss bewahren an die Top 4. Denn alle Top 4 Leute haben jetzt 9 Punkte. Das wird nicht so bleiben. Die müssen auch noch gegeneinander spielen und die müssen natürlich auch noch gegen uns spielen. Es ist hier noch alles drin, auch wenn es gerade nicht so gut ausschaut. Es ist noch alles drin. So, schöne Verteidigung hier. Und Mario ist da ein bisschen, ja... Mario war da leicht durch, möchte ich fast schon sagen. Mann! Da war wieder viel zu viel Platz auf der rechten Außenbahn da von Mario.
Da hat der Birdo einfach die Zeit und... Oh mein Gott! Der Torwart war schon geschlagen. Okay, okay. Wunderbar. Schön! Mario! Oh nein, ich wollte einen Lupfer machen. Ich vertue mich immer bei dem Lupfer. Ich vertue mich immer. Schade, Fehlpass, aber ist nicht so mega schlimm. Okay. Keine Ahnung, ich glaube, das war auch ein Lupfer von Mario. War jetzt nicht so das Beste. Die Gegner rauslocken vielleicht. Da stand Hammerbruder einfach komplett frei vorm Tor. Es fehlt gerade so ein bisschen die offensive Durchschlagskraft, ja? Jetzt aber, Mario. Wenn dann so ein Ball nicht reingeht, ne, dann weiß ich auch nicht mehr. Was soll man dann noch machen? Yes, ein Fernschuss, Mario. Da war aber jede Kraft drin, die gebraucht wurde. Der hatte eine wunderbare Flugbahn. Alter Finne, nach unten in die Ecke geschlendet. Das können nicht viele. Ja, viele nennen ihn Mario, ich nenne ihn auch gerne Marinho. Och, Mann. Und dann macht Mario einfach so locker flockig, easy peasy, das Ausgleichstor. Jetzt aber Mario, Mann, die Nachschüsse, die... Oh, Mann. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn Birdo da an den Ball kommen? Das ist unfassbar. Schön von Mario. Schön da in der Defensive weitergearbeitet. Und jetzt sind sie hier in der Überzahl. Das ist doch eine Überzahlsituation. Schöner Querpass. Mach ihn rein. Yes, yes, yes. Der Ausgleich. Das ist hier ein umkämpftes Spiel. Schöne Überzahlsituation, Mario wunderschön quergelegt, dann in die lange Ecke der Torwart, ja gegen die Laufrichtung des Torwarts und dann läuft es da. Super schön mit dem Item gekontert da vom Hammerbruder. Und jetzt vielleicht... Mario, nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich kriege einfach keinen Nachschuss hin. Das Mann, hallo Torwart, das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg den falschen Spieler, das hat man jetzt nicht gesehen, aber ich habe erst den Mario oben an der Außenlinie bekommen. Warum auch immer. Mario, yes, yes, yes! Sie lebt noch! Sie lebt noch! Oh, endlich ist mal jemand da, um den Nachschuss zu vollenden. Wunderschön! Und jetzt vielleicht hier noch ein Fernschuss. Nein, 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 Torwart, Torwart, Torwart. Okay, und jetzt hier über außen. Da ist Platz. Okay, ein bisschen Delay, ein bisschen Delay. Vielleicht ein Fernschuss. Nachschuss. Nein, der Pass hätte zu Mario gehen sollen. Ja, 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 Mario, do it. Der Pass kommt, der Pass kommt. Und der Torwart hält den. Wunderbare Parade. Das muss man halt auch... neidlos anerkennen, jetzt der Fernschuss. Nachschuss. Nein, und wir sind im Golden Goal. Nein, 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 nein. Ich habe Angst. Okay, okay. Nein. Ich komme nicht an den Ball. Torwart, Torwart, bitte. Oh. Jetzt der Konter. Hammerbruder ist da durch. Oh, da haben die einen roten Panzer. Und Mario steht alleine vorm Tor. Gut verteidigt in allerletzter Sekunde. Das war ganz, ganz wichtig. Hammerbruder, da bitte ein bisschen Pressure machen. Okay. Und jetzt den Ball. Schön nach außen. Der hat Platz. Der hat ein bisschen Platz. Schön, schön. Schön. Die kriegen den Ball da hinten raus. Die kriegen den Ball hinten raus. Schön. Nein, komm bitte. Nein, 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 bitte nicht. Nein, 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 nein! Das ist nicht verdient, das ist eine unverdient, das ist ein unverdienter Sieg.
Das, man sieht es auch hier. Ja, die TV-Kameras haben das nicht mehr eingefangen, aber das komplette Mario-Team ist ausgerastet und hat Wario verkloppt und verprügelt. Zu Recht. Das war nicht in Ordnung. Aber egal, es ist noch nicht viel passiert. Es sind erst 5 Spiele rum. Wir haben noch eine ganze Menge Spiele und wir spielen jetzt gegen Waluigi und die sind letzter. Jetzt nochmal ein Sieg, dann sieht es vielleicht gar nicht mehr so schlecht aus. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal. Es geht hier nicht darum, die Liga zu gewinnen. Ja, der Gewinner des Pokals, der wird am Ende in einem K.O.-Turnier ausgespielt. Es geht darum, sich unter die Top 4 zu bringen, um sich zu qualifizieren. Und es ist noch alles drin. Oh mein Gott, ey. Meine Fresse. Was eine Aufregung. Oh Mann. Mach ihn rein. Jetzt aber. Das ist das 1:0. Das Mario-Team hat hier Wut im Bauch. So ein unglücklicher Spieltag. So ein unglücklicher Spieltag, wenn der reingegangen wäre. Ich glaube, ich hätte das Stadion abgerissen. Wirklich. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Leute, ich... Schön, mach ihn rein. Was eine Chance. Was für eine schlechte Verteidigungsarbeit. Na, sagen wir nicht Verteidigungsarbeit. Was für ein schlechter Spielaufbau. Okay, die Bananen waren ein bisschen wasted, aber egal. Das ist das 2:0. Hammer, Bruder. Mach das da mit einem guten Nachschuss. Der Torwart kurz benommen. Weil der Schuss von Hammerbruder davor einfach mit jeder Frust, mit jedem Frust geladen war. Oh mein fucking Gott, schöne Übersicht, schöne Übersicht. Marius durch. Wird dann nochmal rechtzeitig von einem Panzer gestoppt, aber man sieht, der Spielflow, er ist da schön. Und das 3:0 und dazu noch ein Kettenhund gewastet. Es läuft doch, was für ein starkes Spiel. Ja, ich möchte nicht, möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist wirklich gerade, das ist ja fast schon Fußball in einer anderen Liga. Gut, wir spielen ja auch gegen den Tabellenletzten. Das muss man vielleicht nochmal ein bisschen berücksichtigen. Oh, schön zurückgelegt für den Shot da. Jetzt einer hoch zu Waluigi. Ja, sehr schön dahin gearbeitet von Mario. Der Schuss war dann auch nicht so mega gefährlich. Alles in Ordnung, alles super. Jetzt hier einfach gut verteidigen. Hat er. Wie ist der Schuss zustande gekommen? Man weiß es nicht. Aber alles in Ordnung. 3:0 vorne und oh, hier ist Platz. Ja, hier ist Platz. Der Torwart hat den Ball, aber das war auch wieder ein guter Angriff. Und den kann der Torwart ganz locker flockig halten. Da wird Waluigi mal ein bisschen von den Bananen aufgehalten. Oh, die grünen Panzer machen den Ball hier gefährlich. Damit hat aber keiner gerechnet. Und dementsprechend auch schwierig darauf zu reagieren. Ah, schöne Verteidigungsarbeit. Hier läuft gerade alles. Und dann ist Mario durch. Der Torwart hält den. Oh, super Parade. Das muss man an der Stelle auch einfach mal ein bisschen honorieren. Ja, auch wenn der Gegner frische Torwart da involviert ist und die Parade macht. Der Ball war jetzt ein bisschen schwierig. Oh, und dann so ein Kettenhund. Das ist natürlich immer eine ganz, ganz gefährliche Situation. Der Torwart geht da nicht raus. Meine Spieler sind nicht da. Und dann ist er das 3:1. Ich nenne es mal der Ehrentreffer für Waluigi. Ne? Oh nein, der Hammerbruder kommt da leider nicht zum Nachschuss. Ah, mein Torwart hat den und das ist der Sieg. Oh, das war so wichtig und da hat man gesehen, was in diesem Team steckt, ja. Die ganzen Tore, die im ersten Spiel nicht funktioniert haben und dann diese unglückliche Niederlage im zweiten Spiel. All das haben sie sich jetzt hier von der Seele geschossen. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Trotzdem war es ein ganz okayer Spieltag. Man hat wieder 4 Punkte geholt, ja, wie auch im Spieltag vorher.
Ist damit jetzt auf dem, wir gucken uns das mal an, auf dem 6. Platz, aber nur noch 2 Punkte hinter dem 4. Und man spielt jetzt noch gegen Peach. Auch das Spiel ist ganz wichtig zu gewinnen. Weil das halt eben, das ist ein Konkurrent nicht aus den Top 4 und da darf man jetzt nicht noch mehr liegen lassen. Und da muss man es halt in den direkten Duellen mit den Top 4 holen. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Spieltag wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschö!